Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge. Wieder mit der Affe, dem Carsten, dem Manni, dem Michael und dem Paul. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. So, it's Friday, baby. Weekend time. Und schon wieder ein langes Wochenende. Naja, gut. Zumindest der Montag ist frei. Ja. Sehr schön. Und jemand, sich die ersten Gedanken gemacht, was er schon wieder mit dem langen Wochenende anstellt? Ich möchte es nicht, dass ich mich dazu äußere. Achso, du wirst also auf Couchsurfing quasi vom Rechner machen. Ja, das Rest war schon seit einer Woche im Urlaub. Ich hab auch langes Wochenende. Ein dreiwöchiges Wochenende. Ich beneide euch. Bei mir dauert's noch. Letzte Juliwoche. Ich hatte aber auch noch keinen Urlaub dieses Jahr. Ich hatte auch noch keinen großen Urlaub dieses Jahr. Ja, doch, okay, sorry, ich hatte im Januar eine Woche frei. Ist richtig. Ja, siehst du, schon mal mehr als ich. Ja, war aber auch kein wirklicher Urlaub, weil ich den großen zu Hause hatte und den bespaßt habe. Aber okay, ja, ich... Ja, ich habe Toledo zu Hause, das ist jetzt auch... Ja gut, aber dafür schickst du ihn nach drei Wochen wieder ab und an mal ins Hotel. Ne? Das ist dann, richtig. Das sind dann halt die Kurzurlaube, die man zu Hause macht. Ne? Bei Kolien nennt man das, glaube ich. Schwierig, okay. Warum habt ihr die liegen gelassen? Alle Ballen mitbekommen. Echt? So, Alter, krass. War die Mission 73 schon abgeschlossen? Ich war für einen, nee, noch nicht. Für einen Freund. Ist noch nicht abgeschlossen. Wo müssen wir denn hin, Uwe? Biotech 2, unter der 117. Wo sind wir denn da gerade eigentlich? 86%. Ich glaube, da war ich schon mal, ne? Und wusste nicht, wie ich da hinkomme. Nee, du fährst einfach den Weg Richtung Händler jetzt wieder hoch. Ja. Über die Brücke nach dem Händler, links, und dann ist da direkt die Biogas, Biotech 2. Ja, so viele Ausrufezeichen haben wir ja jetzt nicht mehr, die... Ach so, ja, du, ja. Ich habe die Mission ausgefertigt bei mir auf der Karte. Ja. Da liegen Ballen. Ja. Ja. Das ist richtig. Da muss man lenken, wenn die kommen. Besser ist. Ja. Nur als also Astra immer weiter geradeaus, ne? Dann kommt die Tankstelle. Da links, dann bist du immer weiter geradeaus, siehst du irgendwann links den Händler, die Brücke und nach der Brücke direkt links. Weg zum Händler kenne ich. Wenn ihr jetzt schon dahin immer weg seid, dann warte ich mal, bis ihr abgegeben habt. Ja, wenn du bei der Biotech 2 stehst, gib ab! Nee, ich stehe da nicht, ich bin jetzt noch bei mir am Felde und ihr seid sowieso gleich da. Ja, weil ich habe 24 Ballen dabei, ne? Wenn ich die da reinschiebe, sind die halt alle im Zweifelsfall verschwunden. Aber alles wird gut. Hm. Ja, machen wir so. Ja, dann würde ich dich gleich zur anderen fahren. Das ist ein Stückchen. Ja, warte, wenn ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, das kriegen wir hin und dann wissen wir, ob es gereicht hat oder nicht. Wenn nicht, dann sollten wir uns nochmal ganz schnell drüber unterhalten, ob Astra ihre reinkippt oder ob wir Astras Anhänger mit nach Hause nehmen, weil es Rundballen sind. Oder ob wir ihn woanders verkaufen. Weiß ich auch nicht. Wir machen ihn jetzt zu Geld. Wir haben ja noch eine Rundballen-Mission. Astra kann da hinfahren. Bei 100. Was? Ja, das ist ja die andere. Denn. Ja, genau. 103 oder was? Mhm. Die ist ja unten am anderen Ende. Nee. 130 oben. Nee, der Abgabeort, glaube ich. Ach so. Heizkraftwerk? Nee, noch schlimmer, glaube ich. Okay. Noch weiter unten. Nord oder sowas. Ja, die ist unten, wo in unserem alten Projekt der Flo hatte. Ja, das weiß Astra nicht. Glaube ich zumindest. Nee. War vor meiner Zeit. Ja, stimmt, ja. Wie, das weiß ich nicht. Das hast du dich nicht mit der Team Chaos Historie auseinandergesetzt? War damals so irrelevant für dich? Wir haben es zu wenig gestreamt, deswegen weiß Astra das einfach nicht. Genau. So, ich lade Carsten, dann fahr da schon mal runter und gib die da ab. Weil dann haben wir da schon mal. 96, ich fahr den runter. Ganz runterfahren, ja. Dass man halt Feld leer kriegen, dass die Mission abgeben kann. Ich wäre jetzt auch da, soll ich umdrehen? Nee, ist kein Problem. Ja, warte, die sind ja definitiv über. So. Die sind definitiv über von Astra, ne? Das heißt, wir können gucken, Silagepreis, wo er gerade gut ist. Und er wäre
Ja, keine Ahnung. 329 fallend bei BioNRG. Wo auch immer die ist. Warte, sehe ich gerade. Wäre hier denn viel weniger? Oh. Weil hier wäre ich ja jetzt gerade. Bevor ich da am besten hin. Warte. Eigentlich selber mal aufmachen. Ja, Sekunde. Wir stehen bei Biotech 2, ne? 318 zu 329. Aber hier ist der Preis noch steigend. Bei Biotech wäre es 322. Also der andere Träger hier vorne, der. Oder du fährst es nach unten tatsächlich, Asta. Das heißt, du würdest der Straße unendlich folgen. Du fährst hier raus und fährst an allen verdammten Feldern lang. Ja. Ich fahr mal los. Bis du irgendwann bei Biogas Nord ankommst. Guck dann später irgendwann, wo ich hin muss. Hier jetzt direkt links? Hier direkt links und dann kommst du quasi auf die BGA zugefahren. Da bin ich letztes Mal hingefahren von dem Feld hier. Das ist ein schöner Weg. Also immer der Nase nach, sagst du? Immer der Nase nach. Einfach straightforward. Ja gut, dann bin ich erstmal weg, ne? Dauert so 2 Minuten, 3 Minuten, bis du unten angekommen bist. Ja. Kacke. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ja, wenn der Schlepper gut fährt, also du die knapp 70 erreichst, dann geht's. 50, 68, 50, ja. 68. Wahrscheinlich, weil du gerade das erste Mal da durchfährst und gerade noch die ganze Detailsynchro kriegst. Ich fahr hier. Ja, ich habe auch Schwankungen drin, aber es geht heute. Jetzt mal bin ich da irgendwie nur mit 50 noch runtergefahren. Ich muss sagen, man sieht das so beim Fahren gar nicht. Also, dass das irgendwie deckt oder so. Ich sehe es wirklich nur an der Geschwindigkeit. Ja, ist doch gut. Aber läuft gut. So. Lief schon mal schlechter. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, die unten gekauften Felder sind bisher ganz, ganz okay. Wobei wir halt auch erst einen Tag durch haben jetzt, muss man auch dazu sagen, aber schon mal okay. Junge, wer hat hier die Ballen abgelegt? Die liegen wie Kraut und Rüben, Alter. Das kann nur Paul gewesen sein. Mach deinen Kopf zu, du. Ja, Quatsch. Du Lauch. Hallo. Stange. Wir sehen uns in nicht mal mehr 4 Wochen, ne? Pass auf, und? Was du sagst. Ich merk mir das. Oh, jetzt hab ich einfach schon Angst. Das hat er bis dahin vergessen. Micha! Ja, wir hatten ja da was, ne? Ich sag nur die Wahrheit. Ich bestell einfach einen Burger weniger, dann kann Paul keinen essen. Oder ich verbrenn ihn. Teil doch meinen. Der wird dann schwarz. Nee, teilen gibt's nicht. Kein Problem, ich weiß, wo der Kühlschrank steht, also. Ja, der wird dann leer sein. Ich musste ja vorher 30 Burger oder sowas da reinkriegen. Was glaubst du denn, wie viel Platz die einnehmen? Oder du schließt ihn ab. Nee, ab. Ich hab gesehen, dass der Kühlschrank aber gar nicht so klein ist. Ja, das stimmt, der ist ja riesig, ne? Das ist richtig. Ich weiß ja nicht, wie du alles füttern willst, wenn du den voll mit Burger machen willst. Ja, also ich weiß immer noch nicht, wie viele Burger ich wohl jetzt bestellen muss, ne? Also keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute wir gesamt sind. Ich glaube, ich bin auf 14 gekommen. Ich habe jetzt mal so 30 Burger in den Raum gestellt. Bisschen Salat und sowas und dann sollte das laufen, aber... Ja, erfahrungsgemäß sagen ja auch immer noch Leute ab und dann stehst du da und hast das Zeug und wirst nicht los, ne? Die Burger kann ich zur Not ja noch am nächsten Tag grillen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ja, genau. Ja, vor allen Dingen zwei Burger und ein bisschen pro People mit einem Salat. Wenn alle Tricke reißen, wird eine Pizza bestellt. Ui, ja, das sollte locker reichen. Denke auch. Weißt du, letztes Mal hatte ich ein paar Leute eingeladen, so zum Super Bowl. Habe ich ein paar Schüppchen gemacht, ein paar Burger und dann hieß es so, nee, ich bin satt, ich auch. Oh, und nur die guten Leute haben wirklich noch einen Burger mit mir reingepfiffen. Das war auch eher so anstandshalber. Ja, ist aber okay. War aber echt lecker. Muss ich hier? Ja, klar. Ja, ja.
Ja, Micha, die gleichen Bürger gibt's halt wieder. Das Problem ist halt für... Ja, für links 15, rein und dann der vordere. Für 14, 15 Leute kriege ich halt keine Rippchen auf dem Grill gemacht. Fährst du da rum? Ist gut, Burger ja. Sind auch gut. Wo geht's denn hier rein? Ist halt die indirekte Garzone zu klein. Meine Güte. Ich habe mal hier nach einem Grill geguckt, also vom besagten Grillhersteller. Muss man ordentlich was auf den Tisch legen, ne? Der war nicht günstig, der Grill, auf jeden Fall. Genau. Ich hab auch für halt auch so für einen Gasgrill auch geguckt, ne? Weil, ja, du, als ich gesehen habe, was da deine günstig. Dinger kosten, dann ja gut, Weber, Napoleon sind halt echt hier, teure Grills, ja. Auf jeden Fall. Sicher? Ja. Wir sollen keine Ahnung, keine Missionsballen, ne? Was. Das ist egal. Manni, ich glaube, wir brauchen gerade keine Ballen mehr fressen. Ja, Paul, ich ärgere mich tatsächlich, nur den kleinen gekauft zu haben. Nicht ein paar Mark mehr ausgegeben zu haben für das 6er-Modell, der deutlich mehr Grillfläche gehabt hat. Aber ich bin halt davon ausgegangen, ja, wenn wir mal so mit 2, 3, 4 Leuten grillen, ist das halt easy peasy, ne, reicht locker. Mhm. Aber irgendwie eskaliert das Grillen immer. Ja, und also sei es halt auch einfach nur die gusseiserne Pfanne, die du mit draufstellst auf dem Rost, um ein paar Kartoffeln mitzumachen, ne? Ist halt einfach schwierig. Aber jammern auf hohem Niveau. Noch vermisse ich keinen Grill. Wenn ich was gegrilltes haben will, dann frag zu meinen Eltern. Das ist das Feld von dir jetzt leer? Nee, ich muss noch einmal fahren. Dann fahr du noch einmal auf jeden Fall. Ja. Dass das Feld leer wird, weil die Ballen können wir nicht abgeben, wenn die Mission abgegeben ist. Hatten wir jetzt die noch Ballen können wir selber transportieren. Hatten wir jetzt noch. Also ich bin auf dem Weg zur Biogas Nord, ne? Mit 24 Ballen. Ja, wir müssen halt gucken, dass die Quaderballen wegkommen. Ja. Ja, wir müssen überhaupt gucken, dass in der nächsten Folge, ne? Also wir sind hier fast schon wieder durch. 3 Minuten so plus minus. Das heißt, wir müssen zusehen, dass die Missionen jetzt geräumt sind, ne? Dass wir alle Ballen, die wir nicht selber wegkriegen können, weg Deswegen sind. Muss Carsten auf dem seinen leer fahren. Wie viel hat denn Carsten noch? Ich hab jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber ich denke mal, immer fahren muss ich. Auf alle Fälle. Weil die kann nämlich dann runter und die Rundballen können wir selber transportieren. Ja. So, ich presse jetzt auch an meine letzten Ballen, dann fahre ich auch die Ballen von meiner Mission hier weg. Die Mission ist fast fertig. Also, Carsten fährt jetzt in die Mission, in die ich auch fahre, oder was? Eigentlich könnte jetzt, einer kann da unten abkippen, der Rest kann in die Biogasanlage, wo richtig Geld ist. Weil die Mission ist zu... Also ich habe jetzt auch für Mission abgegeben, nicht für Geld. Die Mission ist bei 94%, da heißt, wenn du es abkippst, dann fertig. Ein Wagen geht da jetzt dann auf jeden Fall. Also ich schwinge jetzt 24 Ballen, deswegen... Dann ist die Mission fertig danach. Ja. Deswegen frage ich gerade, ob Carsten überhaupt den Weg gleich hier runter beschreiten muss. Einfach irgendeine BGA. Genau, oder sich eine BGA sucht, die einen vernünftigen Preis aufruft. Wie die NBWA, was auch immer, rechts bei der 27. Oder wer jetzt... Direkt bei ihm die Ecke, direkt weg damit. Genau. Ja, dann fahre ich die da hin und du machst dann das da fertig. Der ist jetzt gleich fertig. Kein Problem, dann kann ich die Geräte immer ab. Hasse diese Einfahrt hier. Muss ich vorne oder hinten rein? Musst du hinteren. Nee, das ist der vordere Trigger. Der vordere? Also nicht da, wo ich letztes Mal... Da, wo du jetzt davor stehst. Du stehst genau vor dem Trigger. Genau. Okay. Also ja, aber letztes Mal musste ich hinten in die Ecke quasi. Nee, hier musst du aber da, wo du jetzt stehst. Gut. Deswegen frage ich nicht, dass ich jetzt die 24 Ballen hier falsch abkipp. Ach, wir haben noch genug. Ja, nach der. Also 5 Ballen reingekippt und dann war vorbei. Übrigens. Naja, du warst ja bei 94% die Mission. Naja. Jetzt Geld verdienen wir im restlichen Ballen, die noch übrig sind. Ja, haben wir, würde ich mal behaupten. Hoppala, vorwärts. Kann man mal machen, ne? 37.000 ist schon nice, ordentlich. Ne? Da liegen ja noch welche, ne? Da liegen noch welche. Ich bin noch am Sammeln. Also, mindestens ein Wagen. Also ich bin jetzt auch auf dem Weg zurück nach oben. Kann ich hier lang? Hier ist gar kein Zaun, wie geil. Danke, lieber Modder. Heißt, ich sammle auch den Rest von der 103 jetzt einfach mit ein? Ja, und dann einfach irgendwie BGA, die Geld bringt. Ja, die liegen eigentlich alle relativ nah, ne? Selbst wenn wir 10 Euro Unterschied haben, ja, so Max BGA,
Es kommt halt auch drauf an, wie viele Ballen es noch sind, ob sich dafür lohnt, über die halbe Map zu fahren. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja, man kann ja bei uns im Hof noch nachladen, oder wie? Da liegen auch noch Rundballen, die fertig sind. Im linken Silo, neben dem, wo Toll liegt. Mhm. Die sind auf jeden Fall fertig, die ganzen Ballen. Ja, gut, aber die werden ja erstmal nicht schlecht, ne, wenn die da liegen. Deswegen, ja. Aber haben es besser als brauchen, weil dann können wir einfach das Geld investieren. Das stimmt. Genau. Aber da kann man den Ballenwagen voll machen, wenn man irgendwo hinfährt. Ja. Das meine ich damit. Brauchen wir nicht auch noch Kühe fürs Ziel? Ja. Ja, aber vielleicht sollten wir irgendwann die Feldwirtschaft erstmal ansteigen. Wir sollten ja, okay, noch ordentlich weitere Fläche kaufen, bevor die um unseren Hof aufgekauft ist von den anderen, die guten Flächen, und wir ewig weit fahren müssen, auf jeden Fall. Gut, aber... Nee, ja, bitte. Ich hätte daran gedacht, dass wir die Silage verpacken für die... Ja, aber da können wir ja nochmal frische machen. Weißt du, was ich meine? Okay. Komm, noch Ballenmissionen, also würd sagen, ja, wir kommen Ballenmissionen. Wir haben eigene Flächen, wo wir Ballen machen können. Das ist jetzt nicht dramatisch, würde ich sagen. Sprechen wir einfach in der morgigen Folge drüber. Für den Moment sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich wie immer ein Däumchen nach oben da lassen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.